Es gibt so viele Double Lifts. Da wäre der Strike Double Lift. Einfach reingreifen, bam. Das Larry Jennings Snap Double. Dann wäre da noch der Haido. Den Push-Off Double Lift kann ich noch nicht clean und den kann ich nur gekoppelt mit Stuart Gordon. Und ihr seht es schon, den Double Lift, den ich bevorzugt mache, den mache ich jetzt so ungefähr seit einem Jahr nur noch so eigentlich. Und viele von euch haben mich danach gefragt und deshalb heute ein ganzes Video darüber. Den Stuart Gordon Double Lift. Der Vorteil ist, wir müssen dafür nichts vorbereiten, hier irgendwie Karten abzählen oder hier mit dem Pinky Count einen Break holen, um da dann reinzugreifen. Wir können einfach direkt loslegen, ohne Break, ohne alles, das Deck so vom Tisch aufheben und direkt unseren Double Lift machen. In diesem Sinne, moin liebe Trickser und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zauberei Basics mit Mr. TrickSXL. Chico, was ist dein Lieblings-Double Lift? Ich bevorzuge den Push-Off-Double Lift. Den kannst du nach 10 Jahren Zauberei immer noch nicht, du Waschlappen. Liebe Freunde, heute sprechen wir über den Stuart Gordon Double Lift. Ihr habt im Intro gesehen, wie das Ganze vorgeführt aussieht. Egal, was für einen Double Lift ihr auch gerne machen möchtet, erstmal vorweg, ich habe ein Grundlagenvideo dazu in der Infokarte da oben gemacht. Ich möchte trotzdem noch einmal ganz kurz darüber sprechen, weil es super wichtig ist. Das Allerwichtigste, das A und O bei jedem Move in der Zauberei, aber ganz besonders beim Double Lift nochmal, ist die Natürlichkeit. Ein versteckter Move in der Zauberei sollte nicht nach einem Move aussehen. Es sollte das Natürlichste der Welt sein. Was will ich damit bezwecken? Ich will dem Zuschauer den Eindruck vermitteln, ich würde eine Karte nehmen und ihm sie zeigen und sie wieder aufs Deck legen. So würde man eine Karte wahrscheinlich einfach zeigen und wieder zurücklegen. Das ist das Ziel, das wir erreichen wollen. Sowas hier sieht vielleicht ganz schön aus, aber ich weiß ja nicht, ob ihr jemals im echten Leben so eine Karte umdrehen würdet. Und das ist das, worauf ich hier hinaus will. Euer Double Lift sollte genauso wie euer Single Lift aussehen. So wie es aussieht, eine Karte zu nehmen, umzudrehen, dem Zuschauer zu zeigen und auf das Deck zurückzudrehen. Genau so sollte es auch mit zwei Karten aussehen bei unserem Double Lift. Genauso sollte es auch bei drei Karten aussehen bei einem Triple Lift. Ja? Es sollte exakt identisch sein. Wenn wir uns jetzt also dafür entscheiden, einen Double Lift so und so zu machen, dann sollte genau so auch unser Single Lift aussehen. Prägt euch das ein, das sollte wie eine Choreografie für euch sein. Das muss wirklich wie auswendig gelernt sein. Ich würde euch nicht empfehlen, immer wieder hin und her zu wechseln. Das erzeugt beim Zuschauer Aufmerksamkeit, die wir nicht wollen an der Stelle. Und jetzt gehen wir in Ego-Perspektive und sprechen über die Technik. Bedenkt dabei aber bitte, ihr müsst sie so gut üben und sie so gut drauf haben, sie so lange schon geübt haben, dass ihr nicht mehr darüber nachdenken müsst, dass ihr es einfach machen könnt. Denn ihr solltet niemals, wenn ihr eure Tricks vorführt, an den einzelnen Moves genau darüber nachdenken, wann mache ich welchen Move, okay, wie halte ich jetzt welchen Finger. Es sollte so routiniert sein, dass ihr euch voll und ganz auf eure Präsentation konzentrieren könnt und euch nicht auf die Durchführung konzentrieren müsst. Wenn ihr beim Vorführen eines Tricks darüber nachdenken müsst, was ihr gerade macht, das gilt für jeden Trick, wenn ihr beim Vorführen darüber nachdenken müsst, was ihr gerade macht und wie ihr es macht, dann habt ihr es noch nicht genug geübt. Klar, zum Üben gehört es auch, es vorzuführen, aber die Frage ist, wem führt man das vor zum Vorführen? Ja? Kommen wir zur Praxis. Ich empfehle euch übrigens, euer Double Lift wird direkt 100 Mal besser, wenn ihr den neuen Double Lift Merch tragt dabei. Your Double Lift? My Double Lift. Jetzt verfügbar auf MrTrickSL.com/Merch. Okay, kommen wir zum Tutorial-Part. Erstmal vorweg, es hilft bei sowas immer, ältere Karten zu benutzen. Ihr seht, das ist hier ein sehr durchgenudeltes Firestorm-Deck von mir. Übrigens, die hier gibt es noch, genauso wie auch Blizzard-Decks. www.somniumcards.de. Denkt dran, die sind limitiert. Wenn sie weg sind, sind sie für immer weg. Zu Beginn ist es erstmal einfacher, mit einem Break zu arbeiten. Wie ihr euch so einen Break holen könnt, habe ich euch schon oft genug erklärt. Beispielsweise könntet ihr hier so einen Pinky-Count machen und hättet dann den Break. Den habe ich euch in der Infokarte da oben ganz genau erklärt. Ihr könntet mit dem Daumen hier vorne an der Ecke zwei Karten abzählen und euch so den Break holen. Könntet von hier aus auch genauso in das Larry Jennings Snap Double reingehen. Ihr könntet die Karten aufspreaden und sagen, guck mal, ich habe hier ein ganz normales Kartendeck und beim Zusammenschieben hier unter die obersten zwei Karten euren kleinen Finger bringen. Ihr könntet das Ganze hier mit dem Daumen auch einfach abzählen, wovon ich euch ehrlich gesagt abraten würde, weil das der Zuschauer sieht. Man erkennt immer, wenn hier so abgezählt wird, außer ihr könnt es sehr, sehr, sehr gut davon ablenken. Holen wir uns jetzt hier also den Break unter der zweiten Karte. Okay, das heißt, das wäre jetzt hier die Karo 8. Eigentlich ist die oberste Karte aber der Kreuz Bube und wir wollen es aussehen lassen, als wäre die Karo 8 die oberste Karte. Wie tun wir das? Der Ausgangsgriff ist folgender. Mein Daumen geht hier unten an die innere kurze Kante und gegenüber an die äußere Kante gehen mein Mittel- und meine Ringfinger. Ja, im Prinzip hier so in so einem Biddle Grip. Ja, meinen Zeigefinger lege ich hier auf die Rückseite des Doppels ab
und stütze es dadurch. Ja, jetzt ohne Kraft. Ich lege den Zeigefinger hier erstmal drauf und stabilisiere dadurch. Und jetzt passiert im Prinzip überhaupt der Move, nämlich das Turnover. Wir rotieren das Doppel jetzt nämlich hochkant. Okay, bis hierhin ist alles gut. Aber was jetzt passiert ist, unser Daumen, ich mache es erstmal vor, unser Daumen slidet hier langsam runter. Das ist das, was passiert. Das ist der essentielle Move beim Stuart Gordon Double Lift. Ihr könnt den Mittelfinger hier auch noch mit zur Hilfe nehmen zum Stabilisieren und dadurch die zwei Finger hier rüber positionieren. Wichtig ist einfach nur, dass das Doppel stabil ist und nicht verrutscht. Wir rotieren es hoch und während dieser Rotationsbewegung hier gleitet unser Daumen jetzt die Karte entlang runter. Wie vermeide ich jetzt aber, dass mir die Karten hier verrutschen währenddessen und der Zuschauer sieht, dass es zwei Karten sind? Dazu bewege ich das Doppel in dieser Rotationsbewegung. Ihr seht, am Ende greifen meine Finger hier komplett rum um die Karte. Das heißt, es hilft mir, von dieser Position hier rein zu rutschen, dass ich das Doppel hier in meine eingerollten Finger drücke und zwar hier rechts in genau diese Stelle hier, ja? Da drücke ich das Doppel rein. Genau so. Außerdem ist wichtig, unser Ringfinger, der von unten das Doppel stützt. Das heißt, ich fange ja hier oben an und das wird nachher ja unten sein, okay? Während ich mich hier runter bewege, hält der Ringfinger konstant stabil das Doppel. Während mein Daumen hier runter wandert und die Karten ausbreitet, meine Finger rollen sich darunter und greifen das Doppel hier schön in einem relativ festen Griff. Wichtig ist aber, ich darf sie nicht zerquetschen, ich will sie nicht biegen oder mit Kraft halten. Das nimmt die ganze Natürlichkeit weg, ja? Und das ist, wie gesagt, habt ihr im Intro ausführlich gehört, das Wichtigste beim Double Lift. Es muss natürlich sein. Deshalb rotieren in der Rotationsbewegung direkt hier rechts andocken am Zeigefinger. Ganz wichtig, am Zeigefinger rechts andocken. Mit dem Daumen runtersliden, dabei die Karte rüber rotieren und hier unten in der Ecke docke ich jetzt komplett an meine Handfläche an. Und was ich immer noch gerne mache, theoretisch könnt ihr so die Karte zeigen und sagen, okay, Karo 8. Was ich immer noch gerne mache ist, ich stütze zusätzlich mit meinem linken Daumen hier an der Ecke. Und zwar sieht das bei mir folgendermaßen aus. Ab dem Moment hier greift mein Daumen hier rein und falls irgendwas minimal verrutscht wäre, könnte ich das jetzt hier gerade bügeln. Ja, das heißt, ich kann meinen Daumen zusätzlich nochmal als Ausgleichspunkt sozusagen, als Rotationspunkt nehmen und dort die Karten angleichen. Von hier aus kann ich mit dem Daumen hier reingehen, ausgleichen und dann mache ich gerne noch den hier. Ich finde auch, dass Geräusche super wichtig sind in der Zauberei. Und das hier täuscht, finde ich, nochmal zusätzlich eine gewisse Snappiness vor. Denn das hier kann man ja eigentlich nur mit einer Karte machen. So wirkt das Ganze direkt dünn. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das Doppel wirkt dadurch dünner, als wäre es eine Karte. Wie mache ich das hier? Ich drücke hier mit dem Daumen runter und mache von unten Druck mit meinen Fingern, vor allem hier auf die Mitte der Karte, okay? Und wenn ich den linken Daumen gleich hier wegnehme, so würde es ja nur so machen, drücke ich den rechten Daumen gleichzeitig noch runter und erzeuge dadurch diese Soundkulisse, ja? Also, zack, zack. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Konvinzer. Und auch, dass die Karte hier so leicht gebogen in unserer Hand liegt, wirkt nochmal dünner, weil so ein Doppel ja ziemlich gerade und stabil ist eigentlich. Ihr seht schon, eine Karte rotiert hier viel mehr und bewegt sich in allen möglichen verschiedenen Dimensionen. Ein Doppel tut das weniger, ein Doppel ist starr. Und das umgehen wir, indem wir hier diese Biegung vortäuschen. Jetzt müssen wir noch zwei Dinge lernen. Erstens, wie gehe ich jetzt sauber hier raus, dass auch das natürlich aussieht. Dadurch, dass wir so die Karten hier leicht gebogen haben und sie so in unserer Hand halten, können wir wunderbar das Doppel einfach so auf das Deck rüberwerfen. Ja, einfach so. Dazu helfen uns hier die linken Finger, die hier am Deck anlehnen. Ich kann das hier drauflegen und ab diesem Zeitpunkt lasse ich die Schwerkraft einfach ihren Job machen. Ich gebe dem Doppel einfach einen Stups. Hier, ich halte ja von unten mit Mittel- und Ringfinger, halte ich ja von unten hier das Doppel fest und kann hier einfach einen kleinen Stups geben und die Schwerkraft erledigt den Rest. Und dadurch, dass ich die Schwerkraft ihren Job machen lasse, wirkt es noch natürlicher und authentischer, ja? Bisher können wir also das hier. Wir brauchen einen Break unter zwei Karten, greifen uns das Doppel, gehen hier rüber. Das können wir bisher. Also, so. Wie schaffen wir das jetzt ohne Break? Dass der Zuschauer uns das Deck in die Hand gibt, zum Beispiel lassen wir ihn die Karten mischen. Er gibt es uns in die Hand und wir wollen direkt reingehen in unseren Double Lift. Ich koppel hier das, wovon ich euch immer abrate, dieses Zählen nach zwei Karten, das koppel ich in einer Bewegung mit dem Double Lift. Das tue ich also, indem ich direkt ein Double greife und das
kann ich ganz schlecht erklären. Das ist eigentlich einfach Übungs- und Erfahrungssache. Wenn ihr jahrelang die Karten jeden Tag in der Hand haltet und immer das ihr macht, irgendwann werdet ihr anfangen, ein Gespür dafür zu kriegen. Okay, das sind zwei gewesen, das sind jetzt hier drei, das ist hier nur eine, das hier wären jetzt vier. Okay, ihr kriegt dann Gespür für, das merkt ihr dann hier am Daumen. Nichtsdestotrotz als Tipp für euch zum Einüben, die Karten würde ich so rüberschieben. Ja, mit dem Zeigefinger bilde ich hier so eine kleine Treppe sozusagen. Hier ist eine Schräge, okay? Ich hoffe, das könnt ihr gut erkennen. Die liegen nicht gerade in meiner Hand, die Karten, sondern ich neige sie etwas zu mir hin. Dadurch habe ich hier schon einen besseren Angriffspunkt, um direkt ein Doppel zu greifen und nicht abzählen zu müssen, ja? Das heißt, ein bisschen mit dem Zeigefinger hier oben gegenschieben, dass die Karten hier nach innen rutschen. Es reicht schon, wenn es die obersten sind. Die oberste Portion Karten müssen wir einfach hier rüberschieben. Es muss gar nicht hier jetzt so das ganze Deck komplett schräg in unserer Hand liegen. Nee, das muss überhaupt nicht sein. Einfach nur hier die obersten Karten etwas runterschieben und dadurch kann ich schon viel einfacher hier reingreifen und habe direkt ein Doppel, okay? Ohne abzählen zu müssen. Eins, zwei, das ist Nasenbluterei, das wollt ihr nicht. Ihr wollt direkt zwei. Fertig und dann habt ihr hier zwei Karten, okay? Das sind alle Tipps, die ich für euch zum Stuart Gordon Double Lift habe. Noch einmal an der Stelle, bitte üben, dass es natürlich wird, dass ihr nicht drüber nachdenken müsst, dass es reine Routine wird, sodass ihr am Ende das Deck vom Zuschauer in die Hand bekommt, direkt sagt, okay, pass auf, guck mal, hier oben liegt jetzt die Kreuz 6, die kommt ins Kartenspiel rein und ich schnipp meinen Finger und nach oben springt eine Karte, es ist wieder die Kreuz 6 und ich schieb sie nochmal ins Deck rein. Und schnipp meinen Finger und nach oben springt wieder die Kreuz 6. Ja, und ihr merkt schon, Triple, Double und Single müssen immer gleich aussehen, denn sonst ergibt es keinen Sinn. Ihr könnt nicht beim Double Lift das hier machen und dann nachher beim Single das hier. Ja, würde ich von abraten. Danke fürs aufmerksame Zuschauen bis hierhin. Diejenigen von euch, die bis zum Schluss zugehört haben, möchte ich belohnen. Es ist ja jetzt theoretisch Black Friday. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein markengeschütztes Wort. Darf man gar nicht benutzen, glaube ich. Sagt das keinem weiter. Behaltet es einfach für euch als Belohnung, dass ihr immer dran bleibt bis zum Schluss bei meinen Videos. Ich habe einen 10% Rabattcode für euch auf meinen Merch. Der Code lautet in Großbuchstaben Zuhörer10. Damit kriegt ihr 10% Rabatt auf jede Bestellung, auf jeden Artikel. Das Ganze gilt heute bis 0 Uhr. Dann nehme ich den Code raus. Ich bin da ganz kaltherzig denen gegenüber, die früher abschalten, aber die sind halt einfach selbst schuld. Kuss geht raus, Freunde. Dann wäre da noch der Heido.